Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier zu Ihnen kommen kann. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, das sind die Helmholtzer und Leibniz dieser Welt, das sind unsere Mitglieder, aber auch Universitäten, die Universität Hamburg, wo also exzellente Forschung gemacht wird, Universität Heidelberg und noch weitere und eben auch Bundesbehörden, Sie hatten den Wetterdienst genannt, sind eben unsere Mitglieder. Ich bin also selber nicht Forscherin, sondern ich bin die ganze Zeit in Kontakt mit Forschern. Unser kleines Büro ist am Gendarmenmarkt und da bin ich seit ungefähr 10 Jahren, genau. Ich hatte mir noch einen Untertitel ausgedacht, weil was ist eigentlich die Herausforderung zum Klimawandel? Ich spreche ja hier vor, ich sag mal, Leuten, die schon sehr, sehr gut Bescheid wissen, das habe ich ja schon gemerkt. Die Herausforderung ist eigentlich dieses Wissen, was viele haben, was hier sicherlich sehr versammelt ist, wie kommen wir da zum Handeln? Und das möchte ich so ein Stück ins Zentrum stellen. Aber ganz kurz, der jüngste IPCC-Bericht, IPCC, Weltklimarat, alles schon mal gehört. Da möchte ich Sie doch mit einer kleinen Folie, mit einer kleinen Kurve noch mal kurz konfrontieren, die Sie sicherlich auch kennen, die letzten 2000 Jahre. Einmal rekonstruiert die Temperaturentwicklung, das ist dieses Gezackel, was so fast horizontal zur X-Achse läuft. Und dann sehen wir eben ab den 1850er oder ab 1900 ungefähr, wie das langsam ansteigt. Am Anfang konnte man noch vermuten, dass es eine natürliche Variabilität ist und wie wir eben inzwischen weit hinausgeschossen sind über das, was in irgendeiner Weise als natürlich bezeichnet werden kann. Und auch diese Kurve ist Ihnen sicherlich bekannt. Seit 64 Jahren wird regelmäßig die CO2-Konzentration in der Atmosphäre gemessen. Das ist durch Sommer und Winter gibt es dieses kleine Gezackel, das ist diese rote Linie. Und wenn man das glättet, die schwarze Linie durchzieht, dann erkennt das eben nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und da müssen wir im Grunde genommen, ja, aussteigen. Und vielleicht noch mal so zur Einordnung, wenn wir von CO2-Reduktion sprechen, was wäre denn jetzt im Idealfall? Es gibt ja jede Menge Klimaziele, die Länder haben sich die gegeben, bis zur Mitte des Jahrhunderts netto null, ich sage das jetzt mal so. Was würde dann mit der Kurve passieren? Geht die dann wieder runter? Haben Sie da eine Idee, was passiert da? Ich war mal in meinem früheren Leben Lehrerin, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Aber ich würde Sie gerne auf diesen Gedankengang mitnehmen. Ja, einer macht hier so, genau. Vielleicht können Sie es nochmal, ja, genau. Genau, also wichtig ist mir dieser Gedankengang, wir können nichts, erstmal, wir lassen mal das ganze Thema negative Emissionen weg, wir können nichts rausnehmen, sondern das, was wir jetzt reintun, ist quasi ewig, aus Erdsystemperspektive natürlich nicht ewig, aber aus Menschheitsperspektive quasi ewig in der Atmosphäre. Bei striktem Klimaschutz idealerweise würde die Kurve abknicken und parallel zur X-Achse laufen. Und deshalb sind wir eben heute konfrontiert mit CO2-Emissionen unserer Urgroßväter und Mütter. Ja, der Mensch ist also zur stärksten Veränderungskraft im Erdsystem geworden. Und wir sind in der Lage, einen Erdsystemwandel zu erzeugen, der unsere Lebensgrundlagen zerstört. Also es geht gar nicht so sehr darum, das Klima zu schützen, sage ich immer. Das Klima, auch in 10 Grad heißere Welt, hat natürlich ein Klima, aber wir können da nicht mehr drauf existieren. Klimafolgen in Deutschland, ganz kurz, Sie kennen das schon, nicht 1,1 Grad wie global, sondern 1,6 Grad. Und also Verschiebungen, Vegetationsperiode hat sich nach vorne geschoben, die Kältetage und Frosttage haben sich halbiert, die Sonnenscheindauer hat sich erhöht und ganz wichtig, rechts oben, wir haben bei der Hitze im Prinzip 200% zugelegt. Und ich möchte hier mal diese Hitzetage noch mal ein bisschen näher anschauen. Ein sehr interessantes Projekt, Reklies, das sind also Regionalprojekte. Die haben erstmal, wenn Sie das Jahr 2000 mal anvisieren, dann geht es einmal rückwärts. Das sind natürlich Messungen, da sind diese ganzen Klimamodelle noch sehr nah beieinander. Und dann projizieren die in die Zukunft, wie könnte es laufen. Und dann ist dieses Wollknäuel also ziemlich auseinandergefallen, weil es eben unterschiedliche Schwerpunkte genommen werden. Und wir können sehen einmal, dass sich
seit den 60er Jahren, also vor 60 Jahren bis heute ungefähr die Erhöhung von 3 bis 4 Hitzetagen pro Jahr auf 8 Hitzetage schon im statistischen Mittel erhöht hat. Hitzetage sind definiert als Tage über 30 Grad. Und also ungefähr 4, 5 Tage haben wir draufgepackt. Und wenn wir jetzt da so reingehen in diese exponentielle Funktion, spätestens seit der Corona-Pandemie wissen alle, dass das was Böses ist mit diesen exponentiellen Prozessen. Und dann sind wir etwa, also könnten wir etwa bei Business as usual, also wir machen so weiter wie bisher, eben bei plus 22 Tagen herauskommen. Und das ist ja ein statistisches Mittel. Wenn wir mal schauen, 2018 hatten wir einen sehr heißen Sommer. Und dann sehen wir an der Küste und am Alpenvorland ist das alles noch ganz angenehm. Aber wir haben Hotspots um Berlin und im Oberrheingraben. Da hatten wir schon 2018 mehr als 30 Hitzetage. Das zum Thema Hitze, die eines der ganz großen Herausforderungen wird und auch heute schon sehr viel mehr Menschenleben kostet als beispielsweise die wirklich schreckliche, katastrophale Ahrtalflut. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, es ist nicht mehr die Frage, ob Klimaschäden auftreten, sondern nur noch, wie heftig und wie teuer sie werden und wen sie besonders treffen. Jochen Flassbart, der Staatssekretär im Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben im DKK gesagt, wir machen mal ein ganz kurzes, kleines Übersicht über den Klimawandel. Und das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Vorne liegt es auch aus. Ein paar haben sich das schon geholt. Das ist idealerweise, wir hatten das für den Wahlkampf geplant, so eine Übersicht. Und es ist natürlich Punkt zur Pandemie fertig geworden. Wollten wir es also austeilen. Und da ist das mit dem Austeilen nicht mehr so gut geklappt. Es ist einiges noch da, ist nach wie vor aktuell. Ganz kurz eine Übersicht, Klimawandel, er ist real, wir sind die Ursache, er ist gefährlich, die Fachleute sind sich einig und fünftens, wir können noch etwas tun. Und ich möchte jetzt den Rest meines Vortrags darauf verwenden, was können wir denn tun, was ist mit dem Tun, weil ich einfach denke, die naturwissenschaftlichen Grundlagen sind bei Ihnen klar. Erstmal gute Nachricht. Meine Mitarbeiter sagen immer, ich muss auch gute Nachrichten bringen. Gute Nachricht, es ist schon viel. Es hat sich viel getan. Ich wurde ja vorhin gesagt, seit vor 10 Jahren angefangen im DKK, da war das alles noch unvorstellbar. Wir haben ein Klimaabkommen, ein weltweites Klimaabkommen. Alle Staaten haben sich verpflichtet auf well below 2 degrees, möglichst unter 2 Grad. Wir haben Länder, Regionen, Städte, die Klimaziele haben. 90% aller Klimaziele sind jetzt aller Emissionen sind jetzt mit Klimazielen unterlegt, auch neu. Wir haben den EU Green Deal, das ist der fortschrittlichste Pakt, also der fortschrittlichste Programm der ganzen Welt. Deutschland hat ein Klimaschutzgesetz, vor 10 Jahren hieß es Klimaschutzgesetz, no way, wird es niemals geben. Wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz, darin stehen Klimaziele, die sogar nochmal nachgeschärft wurden. Und wir haben so Dinge wie überwiegend vegetarisches Essen ist das neue Normal oder veganes Essen. Da wundert sich keiner mehr, sondern das ist normal. Wir haben neue Begriffe, klimaneutral, Kreislaufwirtschaft, alle möglichen Dinge. Wir haben neue Debatten. Spoiler, es reicht nicht. Und jetzt mute ich Ihnen noch mal die allerletzte schlimme Grafik aus dem IPCC zu. Bitte Sie mal die violette Kurve zu nehmen. Das ist das, was momentan die Länder, also alle Nationen der Welt, an Klimaplänen vorgelegt haben, auf den Tisch des UNFCCC-Sekretariats draufgelegt haben, die nationalen Klimapläne. Die sehen vor, bis 2030 mehr oder weniger so weiterzumachen und dann Magic Magic, Hokus Pokus, Hex Hex Hex, ganz schnell runterzugehen. Das sind die Pläne, das ist der eine Punkt. Die Wissenschaft sagt, Moment mal, wir glauben das nicht so richtig, dass da so ein Magic Moment kommt, dass da so schnell runtergeht. Wir empfehlen, wenn ihr wirklich bei 2 Grad rauskommen wollt, die grüne Linie, die also jetzt abknickt, oder 1,5, was ja deutlich besser wäre. Ich denke, mein Kollege, der es nachher vortragen wird, wird das nochmal ausführen, wie wichtig das wäre, auf 1,5 Grad zu kommen. Dann müssen wir noch steiler runter und das müssen wir jetzt tun. Also diese Dekade und nicht irgendeine Dekade ist
das Entscheidende. Weil nochmal, das, was wir reingetan haben, holen wir nicht wieder einfach so raus. Und jetzt nochmal Spoiler, wenn wir schauen, was gerade passiert, was also tatsächlich von den nationalen Klimaplänen umgesetzt wird, dann müssen wir auf die rote Linie schauen. Das ist das, was im Moment passiert. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Die Frage ist, warum passiert so wenig? Also wir wissen so viel und handeln so wenig. Warum ist das so? Und da möchte ich gerne jetzt für den Rest des Vortrags so einige Gedanken mit Ihnen teilen. Ich glaube, ein Punkt ist diese wahnsinnige Unübersichtlichkeit. Uwe Schneidewind, der ehemalige Chef vom Wuppertal-Institut, sagt, alles sofort und überall gleichzeitig, da wird er mir allein schon schwindelig. Und er hat aber auch mal, das habe ich von ihm also da abgemalt, mal gesagt, wir können das mal ordnen in 7 Bereiche oder 7 Wenden. Die Energiewende, die Mobilitätswende, die Ernährungswende, Ressourcenwende, urbane Wende, industrielle Wende, Wohlstands- und Konsumwende. Überall und alles gleichzeitig. Und rechts habe ich Ihnen mal so ein kleines Bild eingemalt, wie man sich, wie Change-Prozesse in Gesellschaften oft ablaufen. Und wir sind im Grunde genommen da, wo dieses Männlein da etwas verzagt am Abgrund steht. Wir wissen, es muss sich ändern, aber wir haben noch Widerstand, weil das ist alles so ungewiss. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und so weiter. Es kommt die Chaosphase. Tiefgreifende Änderungen ohne Chaosphase gibt es überhaupt nicht. Das ist einfach so. Wie können wir da Orientierung bewahren? Frage, Frage, Frage. Und erst nach so quasi dem Tal, in dem man das Tal der Tränen durchschreitet, dann wird es eigentlich langsam wieder besser und wir können auf ein anderes Niveau kommen. Es geht nicht um Optimierung des Bestehenden. Das kennen wir, das haben wir Jahrzehnte gemacht, sondern es geht eben um tiefgreifende Änderungen. Und wie kommen wir da durch? Und welches Wissen, welcher Haltung hilft uns, da ein Stück weiterzukommen. Und ich möchte nur zwei Wenden rausgreifen, ich kann nicht alle durchdeklinieren. Einmal die Energiewende, die beschrieben ist mit regenerativ, effizient, suffizient. Das sind die Merkmale. Und wenn Sie nur die roten Text bitte mal betrachten, Elektrifizierung in fast allen Bereichen durch erneuerbare Energien, Wasserstoff oder künstlicher Treibstoff, ich unterscheide das mal nicht, nur da, wo es nicht mit der Elektrifizierung nicht funktioniert, denn Effizienz, der Wirkungsgrad dieser Energieträger ist einfach deutlich schlechter. Und letzter Punkt, Suffizienz, also wie viel ist genug? Die ganz, ganz große Frage, wunderbares Buch von Skidelsky, Vater und Sohn, Ökonom und Philosoph, die da interessanterweise reinschreiben, dass die europäische moderne Kultur tatsächlich wohl die einzige ist, die diese Frage nach diesem wie viel ist genug eigentlich ein Stück weit verloren hat. Vor der Neuzeit hatten wir das auch. Vielleicht kennen noch manche Leute die 7 Todsünden. Das ist genau dieser Versuch, das zu begrenzen. Also nicht Essen ist schlecht, aber Völlerei. Nicht Sex ist schlecht, aber Wollust. Also dieses Maßhalten, dieses Maßhalten, der Ralf Konersmann, Kulturphilosoph, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, unglaublich interessant, Welt ohne Maß, das ist unsere Kultur. Er zeichnet also die Historie von der Antike über das Christentum in Europa bis eben Renaissance und dann die Moderne und sagt, im Übrigen, die außereuropäischen Kulturen haben das auch, also Maß halten als Wert, als Bildungsziel ist da verankert. Und wir haben eher diese schneller, höher, weiter Kultur, Grenzen sprengen, über Grenzen hinausgehen. Und wie können wir da zur Suffizienz kommen? Und da bin ich beim nächsten Beispiel, Wohlstands- und Konsumwende und auch bei dem Thema, bei der Dimension Werte und Normen. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, können wir mit all dieser Technik, die wir haben, und die ist inzwischen sehr viel ausgereifter als vor 30, 40 Jahren, können wir das nicht schaffen. Das sagt übrigens auch der IPCC. Das ist immer wieder die Message, wir könnten 1,5 Grad einhalten, es ist technisch klar, es ist ökonomisch klar, Geld ist im Prinzip in der Welt da, es ist nur schlecht verteilt und so weiter. Aber wir brauchen
die Normen, die Werte, was ist uns wichtig? Wie ist Verzicht wirklich immer Verlust? Ist bei Teilen, müssen wir dann immer gleich denken, oh Gott, dann wird mir das weggenommen. Es gibt Teilen, wo die Sache im Prinzip mehr wird, wenn wir es teilen. Freiheit, unsere Freiheitskonzepte waren das Thema unserer letzten DKK-Jahrestagung mit dem etwas provozierenden Titel Klimaschutz und Freiheit, wie passt das zusammen? Kurzer Werbeblock, gehen Sie mal auf unsere Website, sind sehr interessante Vorträge zu diesem Thema. Punkt. Entrümpeln, entschleudigen, entflechten, entkommerzialisieren. Normative, wir brauchen auch eine normative Wende. Was wichtig ist, um vom Wissen ins Handeln zu kommen, Zielwissen, das Ziel, wo wollen wir hin? Zukunftsbilder, hier nur mal ein Beispiel. Das uns Lust macht, da überhaupt hinzugehen. Sonst stecken wir immer fest in diesem Ohr, es soll uns was weggenommen werden. Wissen, wie wir da hinkommen, also was sind die Wege? Zu verstehen, dass beispielsweise, das steht in allen Studien, die sich damit beschäftigen, rauf und runter dekliniert, ohne Kooperation wir nicht weiterkommen. Und Kooperation heißt nicht, hier hat es irgendjemand angesprochen, immer nur in meiner Blase zu verharren, sondern wie kann ich rauskommen, wie kann ich mit anderen kooperieren, wo ich vielleicht sage, das ist nicht so ganz mein Ding, wie die da so denken oder ticken, aber ich muss auch mit denen kooperieren, denn wir sind verbunden. Wir sind Teil eines großen Geflechtes von Gesellschaft und wir sind auch Teil dieser belebten Welt. Wir haben eigentlich streng genommen keine Umwelt, sondern eine Mitwelt. Ja? Und wir haben vor 2 Wochen in Zürich wieder unseren Klimakommunikationskongress mit den Schweizern und den Österreichern machen können. Durch die Pandemie war das unterbrochen und das ist so ein kleines Bild von so einer Körperübung. Also wir versuchen da unterschiedliche Kommunikationsformate zu testen und tauschen uns darüber aus, so eine Übung, um mal zu spüren, wir sind eigentlich alle verbunden, wir sind in einem System. Klimafreundliches Handeln muss einfach werden. Das hat auch der IPCC erstmals in seinen letzten Bericht aufgenommen, Kapitel 5, nachfrageseitige Lösungen, sperriger Titel, keiner weiß, was damit gemeint ist. Relativ einfach, 3 Beispiele, viele Fahrradwege produzieren viele FahrradfahrerInnen. Ja? Also Appelle, fahrt mal bitte Fahrrad, sind nicht deutlich weniger wirksam, als einfach mal schöne Fahrradwege zu bauen. Ist 100-mal belegt, Kopenhagen, schauen sich an, etc. pp. Gute europäische Schienenwege würden auch manche Flüge ersparen können, die gibt es momentan nicht. Also meine Nichte lebt in Barcelona, ich habe mal versucht zu recherchieren, wie man da mit der Bahn hinkommt. Sie wollen es nicht wissen. Yep. Speisekarten mit vegetarischen, veganen Menüs, eine ganz hübsche Sache, macht immer Professor Felix Kreuzig, ist immer sein Lieblingsbeispiel. Wenn das auf der ersten Seite steht, man muss gar nicht den Leuten predigen, isst doch mal vegetarisch, einfach auf die erste Seite, leckere Menüs, vegetarisch, vegan, es wird signifikant mehr bestellt. Ja? Also quasi klimafreundliches Handeln muss einfach werden. Wenn ich erst auf die letzte Seite durchblicke, habe ich schon 3 Schnitzelgerichte im Blick und dann ist es schon zu spät. Ja, schon 2015, Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut, ne, wie oft am Tag werden wir eigentlich gezwungen, das falsch zu tun? Weil eben klimafeindlich und billig ist, geht eben zusammen und das andere ist extra schwierig, teurer etc. pp. Nachfrageseitige Lösung, also IPCC-Kapitel, 40-70% CO2-Einsparpotenzial, nur durch nachfrageseitige Lösungen. Diese große Korridor zeigt uns schon, da braucht es noch ein paar Studien, um das ein bisschen einzugrenzen, aber es ist schon mal eine Orientierung. Was treibt eine internationale oder überhaupt Klimapolitik? Ich mache es nur ganz kurz. Zivilgesellschaft, natürlich der Druck auf der Straße, der Druck woanders, also soziale oder Change ist immer begleitet in Demokratien mit sozialen Bewegungen. Also ist es natürlich wichtig, dass die Zivilgesellschaft Verhaltensänderungen auch einfordert. Wissenschaft ist dazu da, Monitoring, Beratung, Klimazukünfte zu modellieren, um zu sagen, okay, das und das erwartet uns. Und dann ist man auch nicht ganz so überrascht wie vorhin Frau Heinen-Esser von wegen, der Klimawandel ist schon da. Die Wissenschaft hat es jetzt nicht überrascht, das muss ich einfach mal dazu sagen. Wirtschaft, zukunftsfähige Geschäftsmodelle, ganz wichtig, und Planungssicherheit. Also bei den Debatten geht mir das manchmal ein bisschen durcheinander. Ich glaube, nichts, also mein Eindruck, auch wenn ich mit Leuten aus der Wirtschaft spreche, ist, nichts ist so
schlecht für die Wirtschaft, wie keine Planungssicherheit zu haben. Die Veränderung ist weniger schlimm als die Abteilung Planungssicherheit. Wie kann ich quasi investieren und weiß dann auch, dass nicht die nächste Bundesregierung das wieder zurücknimmt, dann habe ich falsch investiert. Planungssicherheit, ganz wichtig. Politik, neue Infrastrukturen, Studierungen, die Logiken verändern, sozialen Zusammenhalt wieder aufbauen, ganz wichtig, Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung und klare politische Spielregeln. Dazu gehören auch Verbote, aber eben, das darf kein Tabu sein, aber es muss einem auch klar sein, jede Spielregel, sage ich mal, ob das jetzt Anreize sind oder Verbote, alles kostet. Man denkt immer, Verbote gibt es kostenlos, kosten auch. Es gibt natürlich jede Menge Gegenspieler, Hindernisse, Bremser. Und das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, weshalb es so schwierig ist. Und am Anfang ist natürlich, ich könnte auch die ganze Folie vollschreiben, Ukraine-Krieg, Ukraine-Krieg, Ukraine-Krieg. Ganz große, also mal ganz abgesehen von dem großen Leid, was da jetzt in der Ukraine passiert, auch aus Klimaperspektive hat uns das natürlich gerade noch gefehlt. Es gibt auch andere Dinge. Also dieser Begriff Fake News Industry ist also aus diesem Buch von Club of Rome, Earth for All. Ich finde ihn ganz gut, deswegen habe ich gleich aufgeschrieben. Fake News Industry in den sozialen Medien. Zudem ist diese Schwierigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Wir erleben das auch. Die Fakten haben es extrem schwer, auch in den sozialen Medien wird und zunehmend auch in den klassischen Medien verschwimmt diese Grenze zwischen Meinungsbeiträgen und Report, also Berichten. Ja, also was ist die Tatsache und was ist die Konklusion, meine eigene Meinung daraus? Ganz schwierig. Vorstellung von Freiheit hatte ich schon gesagt. Gerechtigkeit gehört natürlich auch dazu. Und die interessante Feststellung, langfristig ist es für alle gefährlich, wenn die Gesellschaften zu ungerecht sind. Nicht nur für die Armen, das leuchtet ja ein. Auch für alle ist es gefährlich. Dann die letzten beiden Punkte, Struktur der Wirtschaft, Konsumverhalten, Lebensstile. Das ist auch noch mal eine ganz interessante Studie von Hamburg Climate Future Outlook, auch einem Mitglied von uns, die sich im vorletzten Jahr das Klimaschutzgesetz vorgenommen haben gesagt, okay, da steht drin, treibhausgasneutral bis 2050, jetzt ist es nachgeschärft, 2045 bis 2050 damals. Wir schauen mal, wie plausibel ist es denn? Wir machen eine Plausibilitätsanalyse. Wie plausibel ist es denn, dass wir da rauskommen? Und das ist eine hochspannende Studie, kann ich nur allen empfehlen. Gibt es auch ein schöne Summary, die ein bisschen leichter liest als die gefällte Studie. Und nur zwei Dinge habe ich Ihnen raus. Struktur der Wirtschaft, Logik des Wirtschaftswachstums und so weiter und so fort ist ein ganz, ganz großer Bremser und eben auch Konsumverhalten, also Konsum und Lebensstile. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Konsum und Lebensstile, da muss sich eben jeder radikal ändern, dann ist der Drops gelutscht. So ist es nicht. Das Ineinandergreifen von individuellen Verhalten und Politik, das muss Hand in Hand gehen. Ich will ein Beispiel nennen, Fleischkonsum. Das ist tatsächlich runtergegangen, also um immerhin 14, irgendwas Prozent. Und ich denke, wenn man die unter 30-Jährigen nehmen würde, wäre das deutlich mehr. Das ist mein Gefühl. Die ganz großen Fleischesser sind in meiner Generation, leider, 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 ist so. Also jedenfalls, es ist deutlich runtergegangen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es ist schon runtergegangen, die Leute sind gar nicht mehr so scharf, dass sie ständig einen Schnitzel haben müssen, was vom Teller hängt und so weiter und so fort. Da können wir mal die Tierproduktion ein bisschen einschränken. Wäre doch cool. Nitrat in dem Trinkwasser ist ja auch ein Problem. Die Tiere sind gequält, weil sie so eng stehen müssen und so weiter und so fort. Das Gegenteil ist der Fall. Hier Herr Rickwatt oder so, ich habe jetzt den Namen nicht so ganz im Kopf, genau. Also ist vom Fach, der wird das doch besser wissen. Die Tierbestände sind entweder stabil oder steigen, sie fallen auf gar keinen Fall. Tatsächlich haben wir, möchte ich mal als Beispiel diese Petition herausgreifen, das ist eine von vielen, die sagen, jetzt, wo der Ukraine-Krieg kommt, da ist, wo sich Deutschland zu Recht überlegt, wie können wir denn die Lebensmittelproduktion ausweiten, wird nicht etwa gedacht, Tierbestände, 60% aller landwirtschaftlichen Flächen sind ja für Tierfutter da, was machen wir denn da? Nee, da wird gesagt, wir gehen mal an die stillgelegten Flächen, das heißt, wir knabbern mal bei der Natur noch mal ein bisschen ab. Ja, das ist, die Natur kann sich bekanntlich nicht wehren, das heißt, sie wehrt sich schon, aber halt auf eine andere Weise. Ja, und dann wird es eben so rumgemacht. Also das heißt,
mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, wir können alle Vegetarier werden, 80 Millionen Vegetarier, wenn wir die Politik nicht ändern, dann wird eben das Soja aus dem Amazonas hier eingeflogen, die Schweine werden dick gefüttert und die Schnitzelteile sind dann eben in China, werden da verspeist. Dann haben wir erstmal, also auch von unseren Klimazielen, wir haben ja Klimaziele, steht ja, wir haben ja ein Gesetz, nichts gewonnen. So, also individuelles Verhalten, Politik Hand in Hand. Ja, ich glaube, vorletzter Punkt, Klimagemetzel hat das der Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär genannt. Er hätte noch nie so ein Klimagemetzel gesehen, wie die Flut in Pakistan, eine Fläche der Größe Großbritanniens, ist schon wieder raus aus den Schlagzeilen, weil es einfach zu viel ist. Aber was sich da, glaube ich, zusammenbraut im sogenannten globalen Süden, das ist auch eine Debatte, die wir sehr intensiv führen im Verband. Das nehmen wir, glaube ich, als Europäer, die immer so mit sich selbst beschäftigt sind und so denken, sie sind so klasse, vielleicht gar nicht so wahr. Es ist eine riesen, riesen, riesen Wut. Und zwar, das zeigt vielleicht diese Grafik, das sind die historischen Emissionen. Und ich sage es jetzt noch mal zum dritten Mal, muss immer alles dreimal sagen, habe ich gehört. Zum dritten Mal, ne, was einmal in der Atmosphäre drin ist, ist quasi ewig dort. Und wir sehen, der größte Emittent ist, wenn man alle Emissionen zusammenzählt, USA. China ist auch nicht schlecht, hat es ja aufgeholt. EU 22% und Deutschland mit 5,9 auch nicht mies. Pakistan, wo gerade diese Flut ist, 0,28%. Da kommt Wut auf. Da kommt Wut. Und wenn Sie jetzt schauen, im November wird die nächste Weltklimakonferenz sein. Es wird extrem. Das zeichnet sich schon ab, um Loss and Damage gehen, also Verluste und Schäden, die vor allen Dingen im globalen Süden aufschlagen, aber natürlich also auch zunehmend bei uns. Und um die Klimafinanzierung. Die reichen Länder haben die versprochen, ab 2020 gibt es 100 Milliarden Klimafinanzierung. Sie steht immer noch nicht. Da entsteht sehr viel Wut. Und vielleicht ein kleiner Indikator, Ukraine-Krieg, Abstimmung in der UN-Vollversammlung, 50 Staaten von 196 Staaten haben sich enthalten, haben nicht gesagt, wir finden das empörend, dass da ein souveränes Land überfallen wird. Die haben gesagt, ihr Europäer habt jetzt auch mal ein Problem, wir haben das schon die ganze Zeit. Da entsteht eine Desolidarisierung, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich habe es gerade erfunden. Ja. So, und ich glaube, dass das keine gute Nachricht ist. Ich glaube, dass das keine gute Nachricht ist. Ja, Orientierung behalten in den kommenden Debatten, habe ich noch Zeit? Meine zweitletzte Folie, ganz ehrlich. Also, weil ich glaube, das ist das, wo wir uns jetzt in diesem sogenannten heißen Herbst, und es stehen ja auch starke politische Kräfte in den Startlöchern, die das gerne für sich nutzen möchten, in ihrem Sinne, wo man sich so ein bisschen wappnen muss. Also, ich denke, ich habe es mal versucht, auf den Punkt zu bringen. Bombe, ja, der Klimawandel ist auch eine Bombe, die in Zeitlupe fällt und irgendwie mitten in der Explosion ist. Damit will ich nicht das Leid in der Ukraine irgendwie verniedlichen. Ich glaube, es geht nicht, diese beiden Krisen gegeneinander auszuspielen und sowas zu machen. Erst dies, erst das. Klimaschutz. Wir haben eine Zeitenwende der Verteidigung erlebt. Das will ich gar nicht kommentieren, ist nicht mein Bereich. Aber ich denke, wir brauchen auch sowas in der Transformation. Das scheint schwieriger zu sein. Anpassung. Mit zunehmender Erwärmung wird Klimaanpassung unwirksamer. Das muss uns klar sein. Sie wird teurer und sie wird trotzdem unwirksamer. Inflation, zur Wahrheit gehört, die Inflation war schon vor dem Ukraine-Krieg da. Natürlich nicht so schlimm und das ist keine Kleinigkeit. Aber 3, oder sowas hatten wir schon vorher. Die Fossilen werden immer teurer. Die regenerativen Energien sind schon heute, auch ohne Subvention, beispiellos billig. Das ist einfach nochmal wichtig. Das wissen die wenigsten nicht. Immer wieder kann ich Leute damit erstaunen, was wiederum mich erstaunt. Lebensmittelpreise ist für uns ein Riesenproblem, auch für die Ärmeren in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem. Aber global heißt das Hunger in der Welt. Die Zahl der Hungernden hat sich verdoppelt. Das ist keine Kleinigkeit. Und wir brauchen eine resilientere Landwirtschaft, und diese plant-based diet, so sagt es der, also pflanzenbasierte Ernährung, so sagt es der IPCC, gar nicht unbedingt vegetarisch, weil es gibt Regionen in der Welt, da müssen wir im Prinzip die Energie, sprich das Gras durch die Kuh laufen lassen, damit wir überhaupt Energie ernten können, weil wir selber gar kein Gras verdauen können und auch in diesen Höhen, zum Beispiel die Schweizer Alpen, gar keine Landwirtschaft betreiben können.
Aber davon sind wir noch kilometerweit entfernt, keine Sorge. Aber es geht quasi darum, das zu ändern. Ganz wichtiger Punkt. Und letzter Punkt, sofort handeln und gleichzeitig langen Atem bewahren. Extrem schwierig, müssen wir aber tun. Jedes Zehntel Grad zählt. Schaffen wir 1,5 nicht, müssen wir 1,6, müssen wir 1,7. Jedes Zehntel Grad, was sich so in der Statistik so ein bisschen lausig klein anhört, macht einen großen Unterschied. Und allerletzter Gedanke, auch zum Thema Orientierung behalten. Was ist eigentlich notwendig für unser Überleben? Und dann denkt man als allererstes an Geld, also ich auch. Dann könnte man vielleicht sagen, okay, sowas wie Gesundheitssystem, Sicherheit, auch wichtig. Bildung, hier bin ich ja bei den richtigen Pädagogen. Bildung, ganz, ganz wichtig, ist alles für unser Überleben als Gesellschaft extrem wichtig. Am Ende, ich habe es mal versucht, auf so eine ganz, ganz kleine Formel zu bringen, ist es 15 Zentimeter fruchtbarer Boden. Wenn das weg ist und so, was wir die Leute, Experten sagen, ist da schon sehr viel Humus und fruchtbarer Boden abgetragen worden weltweit, dann ist unsere Lebensgrundlage wirklich weg. Wir müssen das schützen und damit sage ich vielen Dank. Können Sie sich auch mitnehmen? Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln, mit dem Klima auch nicht und so weiter. Liegt vorne noch aus. Ja. Wow, was für ein inspirierender Vortrag. Vielen Dank, Frau Beck. Das war wirklich, ich würde Sie am liebsten jetzt so klein machen und immer in der Tasche bei mir haben, damit ich immer so jemanden habe, den ich fragen kann. Ich glaube, Sie damit. Meine Telefonnummer. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir könnten jetzt wirklich uns den ganzen Tag damit beschäftigen, uns dazu austauschen. Wir wollen aber gerne so zwei, drei Fragen auch gerne von den Teilnehmern zulassen. Vielleicht würde ich ganz gerne einmal ganz kurz starten. Sie haben ja in diesem Prozess sehr wunderbar beschrieben, was es jetzt braucht. Es braucht Transformationsideen und wir sind in dieser Zeit der Transformation. Und wir sind jetzt hier aus Bildungsnetzwerken in dem Bereich Bildung, Wald und Klima. Haben Sie vielleicht spontan eine Idee, was es braucht? Was braucht es, um hier jetzt eine Brücke zu schlagen, von dem, was Sie uns gerade berichtet haben, zu dem, was wir in der Praxis anwenden können? Also ich würde vielleicht wirklich mich fast nochmal wiederholen, weil ich denke, was Sie hier machen, ist eine unglaublich wertvolle Arbeit, dieses Bewusstsein schärfen. Also ich bin mit Inge Steinmetz, keine Ahnung, wo sie jetzt ist, bin ich hierher gelaufen, ja, und hier ins Hotel, und sie sagte mir, wie sie also die schon Kinder daran gewöhnt, dass man Spinnen nicht zertreten muss und dass Wespen auch nicht grundsätzlich stechen, wenn man sie nicht irgendwie besonders ärgert und so weiter. Also quasi die an die Natur ranführen, dass uns lieb ist und teuer ist. Ich glaube, dieses Individuelle, ja, dass das Leben nicht nur aus Smartphone und Wisch-Wisch und ich bestelle mir noch was irgendwie besteht, sondern dass es noch andere Dinge gibt, die mir am Herzen liegen. Mhm. Wir entscheiden nicht nur mit dem Kopf. Mhm. Das ist eine ganz schlechte Nachricht für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie mögen das nicht, aber es ist so. Wir sind nicht nur Kopf, wir sind auch Herz. Ja? Und da muss man ran. Und gleichzeitig, und das ist das, was ich nie müde werde zu sagen, müssen wir Druck machen auf die Politik. Das meine ich nicht in einem aggressiven Weise, sondern ich habe 10 Jahre im Bundestag gearbeitet. Ein Politiker wäre ja mit der Muffe geknufft, wenn er, ohne dass er sich sicher ist, dass er Unterstützung von der Bevölkerung bekommt, irgendeinen Vorschlag macht. Er wird ja das nächste Mal nicht mehr gewählt. Das heißt, es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen Druck und Anforderung und mach mal und wir wollen das. Und natürlich auch Politiker sind auch nicht alle irgendwie, dass sie dann immer offen dafür sind. Es gibt so eine und so eine, ist schon klar. Aber und eben dann ein Politiker, der offen ist oder Politikerin und das dann auch aufnimmt. Das ist wirklich so ein Spiel, so ein Wechselspiel. Wir haben oft im Bundestag gesagt, über Bande spielen. Also das kann nicht einer oder zwei oder drei, es kann auch nicht mal eine Partei alleine machen, sondern wir brauchen dieses Gesamtsystem, da bin ich noch bei Kooperation, wir sind Teil des Systems und müssen es zusammen nach vorne schieben. Mhm. Also vielen Dank Antwort, sorry. Ja. Ich glaube, zu diesem Thema Druck werden wir nach dem Mittagessen einfach gemeinsam ein bisschen arbeiten, wie wir also diesen Druck vielleicht in die genau. Politik bringen. Also ich denke, es ist immer individuell und politisch. Ja. Das ist total wichtig. Ja? Super. Ja, danke. Wer hat eine Frage oder auch vielleicht eine Anmerkung hier aus den Reihen? Ja, moin aus Flensburg. Ich habe eine Frage. Wie würden Sie das bewerten, der Bereich der Bürgerbildung sozusagen zur Vermeidung von CO2 im Prinzip, um die Klimaerwärmung auch einzudämmen? Sie sagten ja, jedes Zehntel Grad zählt am Ende des Weges. Und ich finde, genau das ist ja der spannende Aspekt. Wie kommen wir rein in diesen Bildungsbereich, der bei den Bürgern auch ankommt, Bürgerinnen, vor allen Dingen auch bei der jungen Zielgruppe?
dann auch quasi CO2-Emissionen gar nicht entstehen zu lassen. Also wir sehen ja jetzt quasi sowas wie ein Grad weniger an der Heizung sollen 6% weniger Kohle ergeben. Das kann ich nicht nur in der Grafik, sondern auch mit zwei Bildern an Kohleberg messbar machen. Und das muss ja eine Auswirkung geben. Und ich finde, dass in den Bereichen der Klimaanpassungsdiskussionen oftmals eben über, jetzt komme ich von der Küste, erhöhte Spundwände nachgedacht wird. Irgendwann läuft das Wasser nicht nur von der Förde, sondern eben auch den Hang runter. Und dann trifft sich das irgendwo. Aber im Prinzip alles, was wir nicht rauspulvern, das ist doch eigentlich das, worum es auch letzten Endes geht, um nicht künstlich Senken entstehen zu lassen. Also das ist ein bisschen die 100-Millionen-Dollar-Frage. Ne? Wenn ich sie wüsste, hätte ich gleich einen anderen Job. Aber vielleicht ein Gedanke, was Menschen, also Bildung und Bürgerräte gibt es ja jetzt auch zu diesen Themen. Das sind alles ganz, ganz wichtige Schritte. Was wir Menschen sind ja, wir denken ja auch in, also wir orientieren uns ja an der an Gesellschaft. Wir sind ja nicht allein. Ne? Das ist ja eine Chimäre, dass wir alle so autark und autonom sind und so weiter. Das heißt, was glaube ich sehr wirkt, oder nicht nur glaube ich, das gibt es auch genügend Studien dazu, was sehr wirkt, ist das Gefühl, ich kann mich mit anderen verbinden, ich bin nicht alleine, ich bin eine Bewegung, ich bin Teil einer Bewegung. Ja? Ganz anderes Beispiel aus der Corona-Pandemie. Viele Leute haben sich beschwert, dass da und dort Maskenpflicht gefallen ist, weil nämlich Maskenpflicht heißt, ich setze mir dieses blöde Ding auf die Nase, mir gefällt es auch nicht, aber ich weiß, dass die anderen das auch müssen. Weil wenn ich nicht weiß, dass die anderen das nicht auch müssen, dann habe ich selber auch keine Lust. Also dieses irgendwie, also ein Mechanismus zu finden, dass die anderen mitziehen, also dass ich nicht der alleinige Depp bin, der das irgendwie freiwillig macht, ja. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig. Und da bin ich leider wieder bei der Politik. Das ist eben die Frage, wie, mit welchen Politikinstrumenten, und da gibt es eine ganze Palette, und da gibt es auch jetzt tolle Forschungsprojekte, die also auch mit der Politik da einiges entwickeln. Mit was ist in welcher Situation das bessere Politikinstrument? Ist es mal das Verbot? Ist es mal ein Anreiz? Ist es mal Steuern? Ist es mal dies? Ist es mal das? Also das alle das machen müssen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Das Zeitalter der Freiwilligkeit und wenn du mal Bock hast, ein bisschen klimafreundlich zu sein, dann mach es halt. Ich glaube, das ist vorbei. Die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Mhm. Super. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.